Metall-TV! Schönen guten Tag, mein Name ist Gisela Klein und wir sind hier in dem allerersten Auto, was jemals gebaut worden ist. Das Auto wurde 2012 erfunden von einem Henry Ford. Henry Ford hat uns dieses Auto zur Verfügung gestellt, um damit jetzt ein wenig Tests zu fahren. Alles andere, was wir hier sehen, sind nur Pappfiguren, die Fahrrädern hinterher gurken. Mein Sitz wird gerade manipuliert, sodass mir die Luft wegbleibt. Was sagen Sie dazu als Fahrer des ersten Automobils der Welt? Ich darf nichts machen. Das war ein klares Statement von dem ersten Automobilfahrer der Welt. Er darf nichts machen. Warum darf er nichts machen? Das ist ganz klar. Um das Automobil fortzubewegen, braucht man natürlich ein paar Regeln. Die Regel Nummer 1 ist, Dreadlocks sind verboten. Hier sehen wir einen ganz klaren Verstoß an Paragraph 132 Sträg-Trudelei. Denn das ist absolut illegal. Die Dreads könnten sich in der Heizung des Autos verfangen und somit der Fahrer in den Motorraum gezogen werden. Nun sehen wir ein klassisches Beispiel für das, wie man nicht Auto fährt. Mein Herr, Sie verstoßen ganz klar gegen Paragraph 1 der Vorschauung. Wie fühlen Sie sich dabei? Ich spüre nichts. Er spürt nichts. Ein ganz klares Zeichen von Inkontinenz. Denn nun tritt Folgendes in Kraft. Das erste Automobil der Welt hat bis jetzt einen abnehmbaren Bettpfannenmodulator unter dem Fahrersitz angebracht, mit dem man seinen Stuhlgang freien Lauf lassen kann. Natürlich sollte man diesen auswechseln, genauso wie den Aschenbecher. Und nun schalten wir live und direkt zurück ins Studio der Straßenbauamtgesellschaft, die uns zeigt, wie deutsche Straßen heutzutage aussehen. Vielen Dank dafür. Deutsche Straßen sind tatsächlich immer noch bewachsen mit Sträuchern. Das war Gisela Klein live aus dem ersten Automobil, welches 2012 fahr Auto und stirb nicht. Das war Gisela Klein mit dem ersten Automobil der Welt. Ich hoffe, ich werde diese Fahrt sicher überleben. Auf Wiedersehen.